kann schon sehr viel Drama in meinem Leben haben. Das sind dann oft Sachen, die im Publikum sitzenden Menschen gar nicht unbedingt merken sollen. In einer Aufführung, bei der wir ohne Musik dadaistisch getanzt haben und einen großen Teil der Zeit in Badewannen saßen. Ich möchte mal in der Ecke sitzen, warum mache ich den Scheiß hier? Aber wie intim es doch dann wurde, hätte ich nicht erwartet. Ich heiße Thaddäus Erhardt, ich mache momentan viel Bühnenmusik, habe aber auch schon geschauspielert, in der Technik oben gesessen und Bühnenbild. Ich bin Anna. Ich bin an der Bühne fürs Schauspiel natürlich. Alles, was so anfällt. Maske, für Bühnenbild, für Requisite. Ich heiße Christoph und ich mache hauptsächlich Technik und Audiodeskription an der Bühne und bin jetzt das erste Mal auch als Schauspieler mit dabei. Ich bin Carla und ich bin Fotografin, Regisseurin und Schauspielerin bei Die Bühne. Hi, ich bin Franzi. Ich spiele an der Bühne in verschiedenen Stücken mit. Ich schreibe selber Stücke und führe die auch auf. Außerdem versuche ich mich auch am Kostüm und am Maskenbild. Ich bin Lars Engeln. Ich bin zurzeit Vorstandsvorsitzender von der Bühne. Ansonsten bin ich tätig im Technikteam oder, wenn es sich anbietet, für Musik und Regie immer zu haben. Ich heiße Nora und meine Aufgaben an der Bühne sind vor allem Organisation. Ich bin hier als Darstellerin und ich übernehme immer wieder mal Kostümbild. Hat es mit dem Schauspielstudium nicht geklappt? Vielleicht hätte es ja geklappt, keine Ahnung, ich habe es nie ausprobiert. Ich habe es gar nicht erst versucht, ich wollte es mal, dann habe ich aber relativ schnell mitbekommen, dass ich das gerne mache, aber dass ich das nicht arbeiten möchte. Und dann habe ich was Technisches studiert oder studiere ich noch. Mein großer Traum ist, auf der Straße entdeckt zu werden. Nee, Spaß, ich bin mit meinem anderen Studium auch sehr glücklich gewesen. Also tatsächlich bewerbe ich mich gerade erst auf Schauspiel. Ich bin eigentlich noch woanders eingeschrieben, aber ich weiß, dass es bei mir eher Richtung Theater geht. Bei mir war schon immer das Informatikstudium irgendwie mein Weg und ich wollte aber währenddessen noch etwas mehr Kreatives machen, wo ich mich mehr ausleben kann. Und da war dann die Bühne perfekt, denn hier kann ich sowohl Technik machen, als auch Schauspiel, als auch alles andere Mögliche. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Sein. 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 Beides. Sein. Ja, ich bin, also mache ich. Nicht sein wäre langweilig. Wie kannst du dir eigentlich den ganzen Text merken? Oh, das ist immer so eine schöne Frage. Die Profis haben auch immer keine Lust mehr, die zu beantworten. Ich glaube, das ist so die kleinste Hürde, wenn man spielt. Und wenn man das mal probiert, dann merkt man, dass das Einfachste ist von allen. Kann ich nicht immer, aber ich würde sagen, ich kann relativ gut improvisieren und meistens komme ich damit durch, aber nicht immer. Ich merke mir eher mehr die Geschichte und da fällt dann der Text mehr oder weniger mit dabei ab. Warum wünscht ihr euch eigentlich Hals- und Beinbruch vor einem Auftritt? Das ist einfach Tradition. Also wir wünschen uns natürlich nicht wirklich Hals- und Beinbruch, aber das muss man sagen. Vielleicht passiert es ja sonst. Ich glaube, da war irgendwie was mit, dass es so eine falsche Übersetzung oder Überlieferung war. Es gibt ganz unterschiedliche Art und Weisen, Glück zu wünschen und das Ganze anzunehmen. Das hat so ein bisschen mit Historie zu tun. Ich persönlich wünsche eher toi, toi, toi. Manche wünschen aber auch Hals- und Beinbruch. Der Klassiker, also kein Glück zu wünschen, weil dann würde man es benötigen. Und das toi, toi, toi hat mehr noch so was Euphorisierendes. Und ganz wichtig ist, man bedankt sich dabei nicht, weil man es so macht. Habe ich gelernt. Gibt es eigentlich noch andere Bräuche am Theater? Ja, es gibt einen Brauch, dass bei der letzten Aufführung der Deniere die SchauspielerInnen kleine Scherze einbauen. Das sind dann oft Sachen, die im Publikum sitzenden Menschen gar nicht unbedingt merken sollen, aber für die Darstellenden so ein kleines Extra-Gadget nochmal sind. Es gibt noch die Premierengeschenke, das heißt, wenn das Stück zum ersten Mal aufgeführt wird, schenkt sich das Ensemble gegenseitig kleine Aufmerksamkeiten von einem vielleicht nett geschriebenen kleinen Text hin zu kleineren selbstgebastelten Gegenständen. Man darf nach einer Generalprobe nicht klatschen. Wenn die Premiere gespielt ist oder so, dann darf man erst das Werbeposter bei uns im Flur aufhängen, wo so quasi alle Poster wie in so einer Galerie hängen. Das ist erst erlaubt, nachdem die Premiere war. Es ist immer das Ensemble, was als letztes Premiere hatte. Die richten dann auch die Premierenfeier für ein neues Ensemble aus, also für die Premiere eines neuen Stückes. Da gibt es natürlich immer ein Thema und man befasst sich damit. Es gibt ein leckeres Buffet. Das ist eine sehr schöne Tradition. Hast du Lampenfieber?
Ja, ich denke, das haben eigentlich alle auf die eine oder andere Weise. Ich glaube, wenn man kein Lampenfieber hat, dann weiß man, irgendwas geht schief bei der Aufführung. Also ist das Lampenfieber auch immer irgendwie gut. So 2 Stunden vor der Premiere bin ich einfach sehr laut. Da habe ich so das Bedürfnis, ab und zu mal zu schreien. Und dann bin ich halt einfach kurz laut auch zu meinen KollegInnen und bin so, Manche Leute machen sich ja gerne noch warm vorher oder wollen so ihr Energy-Level hochhalten. Und ich habe, glaube ich, kein Problem, das hochzuhalten auf der Bühne. Aber ich brauche so die 10 Minuten davor, möchte ich wirklich mit niemandem reden. Da bin ich so, ich möchte mal in der Ecke sitzen, warum mache ich den Scheiß hier? Aber dann nach dem ersten Satz geht's eigentlich. Ich kriege Lampenfieber tatsächlich erst dann, wenn ich auf der Bühne stehe und es halt losgeht. So die ersten Minuten, wenn das Licht auf einen scheint und man muss irgendeinen Text sprechen oder irgendwie handeln, die sind ganz schlimm. Lampenfieber kann man auch haben, wenn man eigentlich hinter der Bühne steht. Also auch wenn ich oben am Technikpult sitze und merke, dass es auch mal diese knisternde Stimmung ist, die Leute sitzen da, Erwartungshaltung ist, man drückt das erste Mal zitternd auf den Knopf, das Licht geht runter. Und dann hat man auch sowas wie Lampenfieber, auch wenn man die Lampen an sich steuert. Bist du im echten Leben auch theatralisch? Das würde ich nicht sagen. Nein, ich glaube eher nicht. Ich kann schon sehr viel Drama in meinem Leben haben. Ich bin auf jeden Fall anders auf der Bühne als privat. Das ist für mich auch der Spaß daran. Das ist für mich so Part des Lebens auf eine Art. Also so ein spielerischer Umgang, der auch im Spaß gerne dramatisch ist. Aber ich bin jetzt nicht so krass dramatisch im Sinne von nachtragend oder dass ich gerne so Streit erzeuge. Wenn ich mich sehr, sehr wohl und sicher mit Menschen fühle, dann kommt auch durchaus manchmal eine theatralische Seite in mir hervor, würde ich sagen. Was war deine Lieblingsrolle, die du bisher verkörpert hast? Oh, ich habe bisher ganz seltsame, schmierige Typen immer gespielt. Mein lieblingsschmieriger Typ, das war ein bisschen ekelhafter Sheriff, der singt. Das war ein Musical und deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch schon einen Erdgnomen gespielt, allerdings nicht hier. Der war aber auch sehr schön. Die erste Rolle, die ich hier am Theater gespielt habe, da hieß ich Elnök Schweinekruste in einem Stück namens Love Race. Das ganze Bühnenbild waren einfach riesige Säcke von Plastemüll. War einfach mega geil. Also wir konnten so die ganze Zeit mit dem Müll rumspielen und improvisieren. Es hat einfach viel Bock gemacht. Es war ein Fun-Stück, aber es war auch traurig. Das ist meine Lieblingskombi. Echoes of Kindness war ein Stück, das jetzt relativ in der kürzeren Vergangenheit liegt, das sehr schön anzusehen war. Start a Paradise war ein Stück, wo ich mitgewirkt habe, was einfach eine abstruse Mischung aus allem Möglichen war. Und das waren so meine beiden Favorites bisher. Ich würde sagen, die Rolle, die mir am meisten bedeutet hat, war gar keine richtige Rolle. Das heißt Medusa's Gaze und es geht um Perspektiven von Flinterpersonen, eine Art Umkehr von Blicken von außen, was sie mit Flinterpersonen machen. Wir haben da die Perspektive gedreht und das mit dem Medusa-Mythos verknüpft. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Was war der skurrilste Moment auf der Bühne, bei dem du bisher dabei gewesen bist? Der skurrilste Moment? Ich glaube, das war eine Derniere von einem Stück. Und da gibt es ja immer so Dernieren-Gags. Da denkt sich mal jeder was aus. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht lacht, weil man nicht weiß, was kommt. Und bei dem einen Stück fing mein Mitspieler plötzlich an, mich zu knutschen. Und wir lagen halt dann vorne. Wir hatten das vorher auch so ein bisschen abgesprochen, aber wie intim es doch dann wurde, hätte ich nicht erwartet. Das war sehr lustig und auch sehr skurril. In einer Aufführung, bei der wir ohne Musik dadaistisch getanzt haben und einen großen Teil der Zeit in Badewannen saßen. Ein Stück, wo mehr oder weniger alles Mögliche schiefgegangen ist. Es wurden Requisiten zu früh reingerollt, manche dann noch etwas zu spät, einiges in der Technik ist schiefgegangen. Und im Nachhinein meinte das Publikum aber, dass es eine großartige Aufführung war, obwohl eigentlich alle dachten, das ist ganz schön in die Hose gegangen. Wie wird man denn SchauspielerInnen bei die Bühne? Können da alle mitmachen? Wie man mitmachen kann, ganz einfach, vorbeikommen, einen Antrag unterschreiben und dann dabei sein. Du kannst dir selber was ausdenken und das einfach bei der Open Stage zeigen. Du kannst bei einem Freiversuch mitmachen, ohne direkt zu einem Casting zu müssen. Oder du gehst dann zu den 3 verschiedenen Stückarten, die es hier an der Bühne gibt und schaust, ob du es bei einem Casting ins Ensemble schaffst. Und man kann auch einen Schauspielkurs vorher besuchen. Der wird ja angeboten von der Bühne. Jedes Semester eigentlich. Oder man muss ein herausragendes Talent haben und irgendjemanden kennen, der hier Regie macht oder so. Und wenn die Person dann genau jemanden sucht, der super gut Nasenflöte spielen kann, dann kannst du auch als externe Person reinkommen. Man muss auch nicht nur spielen, man kann auch Regie führen oder Technik fahren, Plakatfotos gestalten, Kostüm oder Bühnenbild machen, ganz unterschiedliche Dinge übernehmen. Also es ist auch was für Menschen, die nicht nur selber auf der Bühne stehen wollen. Einfach Lust haben und was machen. Das ist, glaube ich, das wird immer wieder gesagt, aber ich glaube, einfacher kann man es nicht sagen.
Und das war's auch schon mit dieser Folge der Sitzgelegenheit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Stück die Bühne eurer Meinung nach mal aufführen sollte. Und in der Endcard findet ihr jetzt noch die letzte Folge der Sitzgelegenheit mit Informatikstudierenden und darunter ein Video von Richard Testet, wo er die Bühne getestet hat.